Hallo, willkommen zurück beim Dating Simulator. Wir wollen noch ein bisschen backen. Hab schon gerade neu gestartet, also belastet, wie man hier so schön lesen kann. Ja, wir gehen jetzt wieder rein und schauen mal, was wir noch alles an neuen Dates bekommen. Und soweit ich weiß, wollte ich eigentlich noch ein bisschen Geld dazu verdienen, ne, dass es alles ein bisschen flotter geht. Wir haben ja durchs Fischeangeln gelernt, dass wir gut Geld verdienen können. Ja, ups. Ja, okay, sieht so aus, als wären wir da. Nochmal kurz die Orientierung finde. Ja, wir haben jetzt so eine klasse Bude, oder? Das ist doch eine richtige Abschleppbude, mein lieber Mann, ne? So eine Rammelbude, wie man so schön sagt. Ist doch nice geworden alles, ne? Hier ist noch eine Ersatzmatratze, falls noch die eine Freundin mitbringt und die will irgendwo schlafen. Wir wollen jetzt nicht so stupide, sexistisch sein, ist ja klar, ne? Aber das Spiel verlangt wohl so einiges in die Richtung ab. Und wir wollen es natürlich nur fügen. Ich glaube, wir werden nochmal eine kleine Mahlzeit gegennehmen. Am besten Bohnen, das macht sich immer gut bei jedem Date. Job halt. Ja, eine Bohne. Eine Bohne, ja. Haben uns besorgt. Boah, das reicht doch nicht mal aus, noch eine Schokolade. Okay, jetzt ist das wieder voll. Duschen gehe ich noch nicht. Libido holen wir auch nicht, weil wir haben 261 Geld. Das ist nicht so viel. Ich würde jetzt lieber erst noch ein bisschen Geld verdienen, bevor es weitergeht. Alles andere hat ja keinen Sinn. Ach ja, und 3 Kondome haben wir im Moment im Besitz. Oje, oje, oje. Also das Fahren, das ist hier gigantisch. Das macht so einen Riesenspaß. Das kann ich euch nur erzählen. Muss man mal gesagt haben. An dieser Stelle kurz sei es erwähnt. Und ja, was machen wir denn jetzt am besten? Direkt angeln? Naja, es geht halt immer Zeit ins Land, ne? Also wenn wir durch Angeln oder wie auch immer durch irgendwelche Jobs kommen wir natürlich nicht richtig weiter mit Missionen, ne? Wenn es überhaupt Missionen gibt, es überhaupt Missionen? Eigentlich müssen wir nicht mehr wie, da gehen wir nicht mehr arbeiten. Das ist für 10er pro Auftrag, das dauert uns so lange. Ja, gucken wir mal, ob Angeln uns schnell auf ein paar hundert Dollar mehr bringt. Ob das nicht zeitlich geht. Ich meine, die Pakete ausliefern würde uns 200 bringen. Unterm Strich. Und müssen wir eine Zeit lang mit fahren unterwegs. Das Verhältnis muss ein bisschen abgestimmt werden. Hier wäre jetzt die Mission Transport. Ihr wisst ja, als fleißige Zuschauer wisst ihr das natürlich. Ne? Ist ja klar. Gucken wir mal. Ich entscheide mich mal fürs Fischangeln. Nur 261 ist jetzt ein bisschen wenig. Gut, wir könnten jetzt ein Date eingehen, natürlich, klar. Aber wahrscheinlich fehlt wieder irgendwas in der Wohnung, Einrichtung und. Ja, beim ersten Date sind wir schon zur Sache gekommen. Habe ich ein bisschen dämlich angestellt, offensichtlich. Kennt man von mir so gar nicht, eigentlich, ne? Ich weiß ja nicht, warum hier eine teure Angel gibt. Verbesserte Angelroute. 300, ja, das ist schon. Die habe ich ja. Aber das ist schon heavy, ja. Meine musste dahinter noch liegen. Ich weiß gar nicht, ob das immer so bleibt, dass sie immer hier liegen bleibt oder was. Oder ist sie irgendwann mal vorbei? Die Angel haben wir. Es muss wieder konzentriert sein. Ja, EFH. Muss natürlich wieder schnell reagieren. $10, naja, also es ist auch so ein bisschen Glückssache, ja. Also 12 bis 20 Dollar kann jetzt der Fisch wert sein. Wahrscheinlich je schneller ich drücke. Ich weiß auch nicht mal, ob ich gedrückt halten muss, aber das steht hier nirgendwo. Ich drücke jetzt nur einmal kurz, $14, also naja, geht schon, ne. Ich muss wahrscheinlich nur Reaktion schnell, ganz schnell drücken. Nach Möglichkeit die richtige Taste natürlich. Habe ich auch gemacht. 20 bis 60, was haben wir? 26, das war jetzt nicht so viel. Ich habe jetzt sehr schnell gedrückt. Man weiß es einfach nicht, ne? Wenn ich gedrückt halten müsste, wäre das natürlich sehr fies. Na,
Der war, oh Gott, das war jetzt schnell. Ich hoffe, der hat noch nicht gezählt so richtig. Ja, war doch gut. War okay. Den haben wir noch erwischt, jawohl. Hat so ein bisschen ein Minigame im Game. So das Feeling. Ja. Das Geld wächst langsam. Oh, gerade noch erwischt, hoffe ich doch. Das Geld wächst langsam an. Schon mal dazu. Na, es wandert doch nach oben. Da muss ich mehrmals drücken. Also wie gesagt, es wird halt nicht so genau erklärt. Oh, das war jetzt ein bisschen schnell. Und ich finde schon, dass ich etwas schneller Geld verdiene, als wenn ich eine Transportmission mache. Bis ich die dann überall ausgefahren habe und so weiter. Ist halt ein bisschen mehr Action drin beim Ausfahren natürlich, klar. Schauen uns die schöne Gegend mit der tollen Grafik an. Ja, nee, jetzt habe ich falsch gedrückt. Kann ich nochmal? Nee, geht nicht. Das Liste jetzt. Okay. Falsch ist falsch. Guck, was das jetzt ausmacht, wenn man einmal falsch gedrückt hat. 18, naja, war aber trotzdem nicht so schlecht. Ne? 20 bis 60, jetzt hoffe ich, dass er ein bisschen mehr bringt. Das könnte zu spät gewesen sein, aber er kommt ja nochmal. Macht Dollar aber nicht viel. Jawohl. Wäre natürlich schön, wenn immer hochwertige Fische käme. Man muss eh mal gucken, so im Laufe der Zeit, wie man noch schneller Geld machen könnte. Ich meine, oben in der Disco, in der Bar, wenn diese Frage beantworte, finde ich 5 Dollar. Oh. 5 Dollar, also immer 50 Dollar je richtige Antwort zu gewinnen. Ich meine, das ist schon cool, aber man kommt einfach nicht auf die richtige Antwort. Also egal, wie ich denke, das ist gleich das Problem. Ich gehe davon aus, wie ich entscheiden würde. Und das ist eben das Problem bei dem Game. Man muss einfach sich in das Game hineinversetzen. Ne? Sexistisch, stupide reagieren, abschleppen, backen und so weiter. Ne? Da, ich glaube, da zielen die drauf ab, um dem Game. Und so muss man einfach auch denken. Da bin ich halt nicht der Mensch dafür. Ich muss es einfach versuchen. Ne? Ich backe auch gerne. Ich würde auch abschleppen. Ne? Aber natürlich menschlich. Natürlich, ne? Mit Respekt. Zu allem. 645, naja, es läuft. Wir haben einen guten Lauf. Ja, 48, jawohl, das läuft. War ein bisschen knapp, hoffe ich komme da nochmal. Geld in der Tasche ist immer wichtig, aber das ist im Realleben genauso. Also, was soll's? Machen wir es halt genauso.
Jawohl, 715 schon, das ist great. Nee, also das ist doch schneller wie die Transportmission, ne? Ich meine, jetzt, die Folge läuft jetzt gerade mal 10 Minuten und haben schon, was haben wir? Knapp 400 dazu verdient, ne? Also, wenn das mal nicht schnell ist. Ja, mal gucken, wie weit gehen wir hoch, weiß ich noch nicht. Ah, falscher Knopf. Jetzt habe ich total falsch gesagt. Ich habe gerade überlegt, wenn ich mir jetzt so einen Neuwagen kaufen wollte, ne, oder auch die Häuser, da war ein schönes Haus für 3.500, wie lange ich hier, wie viel Folge ich hier angeln muss, da muss ein paar Fische gefangen werden dafür, trotzdem, ne? Also da muss was gehen, da wird was, irgendwas kommen, wo man mehr Geld verdient. Schneller. Bin ich ziemlich sicher. Guck mal, den habe ich einmal falsch gedrückt, trotzdem 54, ne? Nicht schlecht. 830, oh, dann machen wir die 1000 voll, was soll's. Könnt ihr euch jetzt halt nochmal eine Schüssel Popcorn holen oder Chips. Das halt angle ich hier in aller Ruhe weiter, ne? Schön gemütlich, ne? So eine ruhige Musik wäre jetzt auch ganz interessant hier. Warte, ich muss das irgendwie mal einspielen. Kommen Sie dem Ziel langsam näher. Haben es bald. Das ist nicht genug Energie. Ah, ja. Jetzt muss ich wieder schlafen gehen. Oh. Mann, kurz vorm Ziel. Naja, aber 919 ist doch gut. Okay, komm, dann machen wir jetzt Folgendes. Schlafen muss ich jetzt halt. Das ist, da komme ich nicht drum herum. Immer diese Spiele mit den Schlaferei da. So, und schlafen. Dann würde ich sagen, aufstehen, essen, duschen, Libido vollmachen und ran an die Tante, gebacken, ne? Und dann gucken wir mal, was heute passiert in dieser Folge. Weil ich weiß es wirklich nicht, ich bin echt gespannt. Selten so ein geiles Spiel gehabt, also echt, also muss ich schon sagen, ne? Und... oh, okay. Und wie gesagt, nur mit einer Tasche voller Libido kann man auch zum Backen gehen. Libido ist ganz wichtig dafür. Ihr könnt ja mal gerne drunter schreiben, wie sieht es mit eurem Libido-Haushalt aus im Moment. Ach ja, hier beim Zocken kann man natürlich auch viel Kohle verdienen. Aber Risiko, ne? Wenn ich jetzt hier so 500 auf einen Schlag setze und gewinne, habe ich 500 dazu verdient. Oder verloren. Da sind 500 weg. Und das ist ja, ja, ihr seht ja, wie viele Fische dafür geangelt werden müssen. Also... nicht immer eine gute Option. Ich bin müde, fährt auch das Auto langsamer. Also irgendwie muss ich das alles noch ein bisschen feststellen, was hier so passiert. Wir haben 16 Sterne. Unsere Reputation ist auf 16 angestiegen. Das hat auch irgendwas zu bedeuten, weiß ich aber noch nicht. Weil viele erklären die, wie gesagt, in dem Spiel nicht. Und wenn, ist es schlecht übersetzt. Also rausfinde, ist hier angesagt, ne? Ja. Vielfahrerei ist hier angesagt, ne? Das ist halt klar. So, da ist unser Häuschen. Das haben wir schon gekauft. Warum das immer hier stehen bleibt, dieses Symbol, weiß man nicht. Komm, schlafen wir mal auf der Matratze. Das Annabelle lassen wir uns schön frisch und sauber. Da können wir jetzt auch schlafen. So.
Wir sind registriert, also registriert, dass wir wieder wach und müde oder wieder fit sind. Gehen wir schnell duschen. Schade, wurde leider nicht animiert, aber wer will das schon sehen, wenn wir duschen? Niemand will das sehen. Jetzt müssen wir natürlich wieder etwas essen, nicht, dass es irgendwas unterwegs uns wieder abkackt. Aber das Libido aufsammeln, das dauert halt eben leider immer, ja. Die Kekse machen direkt voll. Wunderbar, machen satt. Kekse sind immer gut. Kommt gut. Jo. Oh, jetzt der lange Weg zur Disco. Zum Club. Für die Libido auszufrischen. Ah. Aber ich glaube, ohne Libido brauchen wir gar kein Date anzugehen. Weil wir müssen es irgendwann mal probieren, was da passiert. Ich muss mal kurz stehen bleiben, mal kurz das Handy aufrufen. Geht nicht. Würde aber gehen, okay. Ich habe gerade mal geguckt, ob ich das Handy gar nicht aufrufen kann, wenn keine Libido da ist, ne? Weil ja. Naja. So, jetzt haben wir nämlich eine kleine Strecke zu fahren. Irgendwie ganz selten, dass wir den anderen Weg fahren müssen. Wir fahren immer in diese Richtung. Also wer mag, kann natürlich dann, folgenlang, eine ganze Zeit lang einfach nur Geld verdienen, ne? Nichts anderes tun, wie einen Haufen Kohle anzusammeln. Bevor er richtig an die eigentliche Sache hier geht. Ne? Ist auch möglich. Aber wisst ihr, was mir auffällt? Wenn ich hier die Symbole und die Symbole vielleicht nicht so unbedingt höher von ältere Tage, doch vielleicht. Aber die Schriftart, auch hier vom Geld, erinnert mich total an GDA. Ist das nicht bei euch genauso? Hat aber mit den Entwicklern, weiß Gott, nichts zu tun. Das sieht man ja allein schon hier in der Welt, wo wir uns bewegen. Aber die Schriftart doch absolut nachgemacht. Ja, Club ist hier. Geradeaus geht zum das kleine Dorf dahinter. Da, wo wir irgendwann wohnen werden. Hill Valley. Oder Love Village. Wie auch immer das genannt wird, dahinter in der Ecke. Hat jetzt ein bisschen was von Colin McRae Rally oder Rally geben, diese Strecke. Bis aufs Auto natürlich. Schon ganz vergessen, was kostet der Club eigentlich nochmal Eintritt. Weißt du, das sehen wir gleich. So, frisch angekommen, geduscht sind wir ja. Hallo? An dem Müllcontainer vorbei, da hinten in der Ecke, da ist der Club drin. 50, ja, geht doch. So, unsere Libido steigert sich, wenn wir hier uns umschauen. Insbesondere diese Ecke hier zum Beispiel. Seht ihr, wie die Libido anwächst? Unglaublich, oder? Sind Männer wirklich so einfach? Hübsch ist sie, muss man schon sagen. Ich gucke immer gerne in die Augen. Ich muss doch nochmal hier das Game probieren hier. $100. Oh, das kostet gleich wieder Geld. Was würdest du mit einer geizigen Person ausgehen? Nein. Achso, ich muss hier... Meine Antwort, Ihre Antwort? Och, kein Match. Mein Gott. Würden Sie vor der Heirat im selben Haus wie Ihr Geliebter wohnen? Würden Sie vor der Heirat im selben Haus wie Ihr Geliebter wohnen? Bin ich jetzt eine Frau oder wie verstehe ich das jetzt? Vor der Heirat im selben Haus
Ich verstehe die Frage nicht so ganz. Was heißt denn, dass wir vorher schon zusammen wohnt oder was? Ja. Hoffentlich ist das ein Match. Wie gesagt, ich muss mein Gehirn ausschalten. Ich darf nicht denken wie... Ja, ich muss anders denken. Würdest du die Schulden deines Geliebten halten? Nein. Gedacht wie Spiel. Da bin ich jetzt überrascht. Da bin ich jetzt überrascht. Würdest du zu deinem Ex zurückkehren, wenn du so einsam wärst? Nein. Och, ein Match. Würdest du mit jemandem ausgehen, der sehr religiös ist? Ja. Ich hoffe, dass das Spiel genauso denkt, weil das so eigentlich wurscht ist. Ja, nochmal gematcht. Können eine Frau und ein Mann enge Freunde sein? Ja. Oder wenn das Spiel jetzt was anderes sagt. Ja, Match. Schade, ist mir schon draußen. Ich muss... 804... Warum ist dann immer... Das springt irgendwie immer wieder zurück. Verstehe ich nicht. Annahme, nochmal. Würden Sie Ihre Geliebte all Ihre Aktivitäten einladen? Was würden Sie Ihren Geliebten zu aller Ihrer Aktivitäten einladen? Das ist echt so 50% Glückschance hier einfach nur, ja. Weil ich würde sagen, ja. Aber wahrscheinlich geht das Spiel mit Nein aus, ne? Oder ich denke wieder total falsch. Jawohl, ein Match. Wenn sie dir $1 Million anbieten würde, um mit der Person, in die du dich verliebt hast, Schluss zu machen, würdest du es annehmen? Die Frage war schon mal da, wie ging es denn da aus? Gott, ich weiß es nicht mehr. Also ich mache ja, tatsächlich würde ich Nein machen, aber gut. Ja, ne? Ach, furchtbar, es ist so. Würden sie für ihre Karriere auf Kinder verzichten? Ja. Also tatsächlich nein, meiner Meinung nach, aber ja, jetzt muss ich doch denken wie ich oder was. Also die machen mich fertig, bitte. Würdest du mit jemandem ausgehen, der deine Freundin hassen? Ja. Achtung. Nein, das Spiel macht grundsätzlich dagegen, glaube ich. Also ich müsste mir die ganze Frage merken, wie er hier geantwortet hat und beim nächsten Mal vergleiche, ob das wirklich dann immer gleich so ausgeht. Ja. Für ihn gab es kein Match. Achtung, jetzt gibt's. Okay, ein Match. Wenn du viel Geld hättest, würdest du ohne Arbeit leben? Ja. Ja, wieder ein Match. Oh, das sieht mal gut aus jetzt. 944, ja, alles gut. Libido ist voll. Komm, dann wollen wir gar nicht lang rumstehen und können ja auch hier eine Disco schon passen. Ich muss hier sofort mich entscheiden. Nein oder ja. Ja, machen wir mal alle ja. Das war's für heute. Okay. War das jetzt? Kommen wir da eigentlich nahe schon jetzt? Buß, erhöhen Sie Ihre Tageslimit. Erhöhen Sie Ihr Tageslimit. Es wird am nächsten Tag aktiv. Persönlichkeit, auch das ist interessant. Aber lass mich erstmal vor die Disco gehen. Ausfahrt, jawohl. Ist ein bisschen ruhiger. Geht gerade die Musik auf die Keks. Moment, das muss ich jetzt gerade nochmal angucken. Moment, das war... Jetzt kann ich das Handy nicht benutzen. Ich wollte ja erstmal reingucken. Wenn ich das jetzt annehme, dann muss ich es sofort machen. Annahme. Die Anna. Hey. Ich habe eine Frage an dich. Oh, was ist denn für eine doofe Frage? 4. Glückwunsch. Ja, das war ja auch sehr schwer. Hast du... Was? Du hast eine Nacht Urlaub bei mir zu Hause gewonnen.
weil du so schlau warst. Ich würde gerne kennenlernen, weil du sehr schlau bist. Hast du heute einen Plan? Tja, immer so denken wie das Spiel oder wie ich als Kerl. Das ist halt witzig. Eigentlich ist das alles witzig. Also ich sehe das jetzt nicht anstößig. Da eine Nacht Urlaub zu machen, das ist natürlich ein Baggerspruch typisch, ne? Klar. Ich würde gerne kennenlernen, weil du sehr schlau bist. Ist zumindest mal auch sehr witzig, weil 2x2, das müsste eigentlich fast jeder hinkriegen. Falls ihr es nicht hinkriegt, ihr könnt gerne googeln, das ist kein Problem. Hast du heute einen Plan? Das ist, hat jetzt mit dem, das stößt von dem anderen ab. Also das ist mir einfach schon zu baggerisch. Ich möchte auch eine Frage stellen, okay. Ich stelle hier die Fragen, verpiss dich, ich stelle hier die Fragen. Ja, das ist, ja, genau. So, ich warte natürlich auf die Frage. Oh. Jetzt brauche ich Google. Oh, die hat mich dran gekriegt. Also, das ist clever gemacht, ne? XRTSS. Ich kann keine unwissende Menschen wie dich treffen. Man muss das mit dir. Das war ja. Oh, hat die mich jetzt abgewienert. Okay, jetzt kann man aber wenigstens das Handy benutzen. Boost. Erhöhen Sie Ihr Tageslimit. Was heißt das? Die Energie schneller, länger? Cool. Oh, ach du meine Güte, das steigert sich dann auch noch. Ich will jetzt das ganze Geld auf einmal. Persönlichkeits. Sehen Sie die Persönlichkeit der passenden Person. Interessant. Finanziell. Sehen Sie sich den finanziellen Status der gemachten Person an. Hobbys. Sehen Sie sich die Hobbys Ihres Spiels an. Ach, da kann man. Okay, dann kann ich beispielsweise beim Essen gehen sehen, was auf was sie steht. Also, Boost war ja schon mal ganz gut. Das gibt uns vielleicht ein bisschen Energie. Aber wenn ich schon 200 ausgeben muss, dann. Okay, das kann man alles nur einmal kaufen. Ja gut, jetzt haben wir viel Geld ausgegeben. Das soll mal genug sein jetzt. Das ist zurück. Okay, ja. Garage. Ah, da kann man... Okay. Annahme. Die Ellie. Hi, sie sind sehr schön. Sie sind ein bisschen geschleimt jetzt, aber gut. Ich weiß. Oh, okay. Das hilft schon was. Ah, jetzt sehen wir zum Beispiel Sport, Dance, Music, Cinema, Animal Lover, Pretentious. Oh, das muss ich erstmal alles googeln, die Begriffe. Sich selber ist ganz eine gute Sache. Ja, das ist es wirklich. Möchten Sie sich heute treffen? Möchten Sie sich heute treffen? Ja, ich möchte mich heute treffen. Natürlich. Dann kommen Sie zum Ort, den ich Ihnen geschickt habe. Okay, geht ein bisschen schnell zurück, aber gut, okay. Ja, dann machen wir uns wieder auf die Socken. Sind wir noch immer? Bald müssen wir duschen wieder. Moment, hallo? Wo bin ich? Wo bin ich dann jetzt? Ah, da. Oh Gott, wo gucke ich denn hin? Ah, die ist da drüben in dem kleinen Dorf. Okay. Das sieht nicht sehr weit aus, ne? Hier fahren wir 20 Minuten rum. Und dann sind das nur 170 Meter. Was soll denn das für ein Quatsch? Also die Zeitskalierung und die Maßskalierung hier in dem Game darf man nicht so ernst nehmen wahrscheinlich. $444 haben wir noch. Oh. $444 haben wir noch, das reicht. Viel eine Portion Kaffee ans Gesicht zu werfen. Und vielleicht will sie in meine schönen, angenehmen, hygienischen Badewanne noch baden oder duschen. Schauen wir mal, lassen wir uns mal überraschen.
Was ist ein Witz? Also irgendwas stimmt da nicht. 160 Meter und so weiter, was ist das? Wenn man sieht, wie langsam die Meter abbaue, dann entspricht hier ein Meter in unserer mitteleuropäischen Zeit Rechnung ungefähr ein Kilometer oder so, oder was weiß ich. Okay, dahinter müssen wir. Da steht sie schon. Muss man die Krabbe ein bisschen angucken. Ich würde gerne in die Knie gehen. Geht das überhaupt? Nee, kann man springen oder so? Gar nichts? Nee. Weil die guckt so nach unten, die ist so klein. Ja, ja, gut. Aha, heißt Hi, okay. Ich habe dich etwas anders erwartet. Oh. Ich hatte dich etwas anders erwartet. Nee, das ist so ein spitzfindig. Ja, wie? Ich will jetzt mal wissen, was ist los? Also, ich weiß es nicht. Wohin willst du gehen? Achtung. Ich brauche dringend Alkohol. Lass uns zur nächsten Bar gehen. Okay. Okay, sie steht auf Saufen. Da hinten ist noch ein Restaurant. Die Bar war ja in der Nähe dieser anderen Bar. Ups, die hockte schon drin, ja. Was macht der da vorne? Jogging? Ist das Jogging? Ich weiß gar nicht. Macht man das so? So, zur Bar. Ja, ich habe auch schon einen trockenen Mund, warum nicht? Hauen uns mal so 10 Liter Bier rein, paar Whisky, Rotwein und so weiter. Ich hätte was anderes erwartet. Wahrscheinlich muss ich mich jetzt schön trinken. Wir sind doch nicht hübsch genug oder so. Und ihr wisst ja, nachts sind alle Katzen blau, grau. So, da ist die Bar, genau. So, zack. Ups. Süße, darf ich dich vorher küssen? Hat die ein Pferde vorgebissen oder sowas? Hä? Nee, lass das mit dem Küssen. Komm, lieber rein. Lass uns wirklich, also so eine Flasche Jackie und dann, ja, irgendwie, boah, was eine Hagenase. Die Geierwalli ist das. So, muss man sich hier anmelden? Nee. Oh, eine hübsche Bar. Ich glaube, wir wollen lieber in Ruhe sitzen. Ups. Mal gucken, wo man sich irgendwo hinsetzen kann. Manchmal blinkt oder markiert hier irgendwas. Ja. Nee, nicht sprechen. Oder doch sprechen? Nee, die will nichts sprechen. Also dann... Ja, wo ist dann hier unser Platz im Sitze? Oder muss man sich doch draußen anmelden? Hier haben wir es doch. Autour. Autour heißt sitzen. Oh Gott. Ein Silberblick hat sie auch. Du bist so hübsch, weißt du das? Oh. Was trinkst du? Ja, hoffentlich viel. Es spielt keine Rolle. Siehe Menü. Was ist denn das für ein Typ? Was glaubt denn ihr? Ich würde hier normalerweise ein Bier trinken, aber ich glaube, das ist so ein Whisky, Wein. Ich glaube, das ist so ein Wodka-Typ, oder? Und ein Whisky, 125 zusammen, okay. Und jetzt? Magst du Tiere? Ich liebe viel. Was ist mit dir?
Ich liebe dich mehr als mein Leben. Oh mein Gott. Also, ich liebe es aus der Ferne. Naja, oh, was soll ich denn jetzt schreiben? Ich liebe aus der Ferne. Das ist eine blöde Antwort eigentlich in so einem Moment, ja. Aber das ist natürlich jetzt geschleimt, extrem. Achtung. Da kann ich mich ihnen anschließen. Oh, oh, das läuft gut, das Lied. Ausgerechnet jetzt. Ich bin froh, dass wir das Gleiche denken. Ich bin auch glücklich. Bist du zur Uni gegangen? Ja, ich bin Kindergartenabbrecher, genau. Ich habe die Universität abgeschlossen. Ich bin Absolvent einer Lebensschule. Ich weiß gar nicht, was wir sind. Weil wenn ich jetzt Universität sage, dann könnte eine Lüge herauskommen dabei. Was bedeutet das? Ja, das frage ich mich auch. Ich habe mich durch die Herausforderung des Lebens trainiert. Hört sich so an wie, ich habe nichts gemacht. Mit welchen Schwierigkeiten? Oh, das wird ein anstrengendes Gespräch. Die Sache ist schwierig. Was hast du erwartet? Also egal, okay. Was würde, sollen wir was essen gehen? Ich möchte etwas einkaufen. Kein Problem für dich, nein. Ist dieser Einkauf ein Muss? Aber muss das sein? Ne? Verpiss, ich kann nicht um ihren Einkauf kümmern. Ja. Oh Gott. Bekleidungsgeschäft, na klar. $125 zahlen. Ich nehme an, du willst jetzt Wäsche kaufen, die du dann wieder ausziehen kannst, ne? Gehe ich davon aus. So, langsam, bald fangen wir an zu riechen. Wenn sie natürlich dann auch noch essen gehen will, dann wäre das ein teurer Tag, aber es läuft so raus. Ich sag ja, eine Folge lang könnte ich fast nur Geld einnehmen, damit es dann wieder rausgeschmissen werden kann. Stopp, wo müssen wir hin? Kleidergeschäft natürlich unten wieder im Dorf, ja, genau. Richtig. Also, begleiten wir sie noch. Nehmen wir sie dann mit nach Hause. Mal gucken. Wir werden sehen. Oi, 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 oi. So, Bekleidungschef war da hinten. Gut, dass wir uns hier schon auskennen, ne? In diesem nette Dorf. So. Kommst du? Ja. Oh, sie hat auch noch X-Beine. X-Beine hat sie auch noch. So, mal gucken, wie das jetzt hier weitergeht. Wo ist sie? Ah, da. Oh, sie sucht schon was raus. Achtung, was es kostet. Wenn ich jetzt nicht genug Geld habe dafür. Oh, sie hat schon. Oder? Hatte ich nicht 444? Oder das war noch. Das war doch nach dem Restaurant, oder? Go talk. Mit wem? Mit ihr oder mit ihm? Mit ihr. Ich konnte nicht finden, was ich suche. Was sollen wir tun? Okay. Sollen wir etwas essen? Nochmal zum Essen anbieten? Irgendwas, was du, lass uns gehen. Okay? Gut, dass hier gerade ein Restaurant ist. Wir gehen alles ganz langsam an, wie ihr merkt, ne? Ich mache da keinen Stress. Hi, Snoopy Dog. Autour. Den Kellner anrufen, klar. Aber ich glaube, die sind mir so ein bisschen unsicher. Okay, das war gut. Ich mag es auch.
was dir gefällt, aber ich wünschte, ich hätte die Bestellung. Nee. Das wäre ein bisschen dämlich. Boah, ich bin kein gesprächiger Mensch. Ja, hätte ich jetzt gesagt, selber bestellt? Naja, gut. Du hast recht, okay. Na, lass uns damit fortfahren. Mit was? Schnüffel, Schnüffel. Ja! Ist etwas passiert? Das riecht doch etwas anderem. Welcher Geruch? Das bin ich, ja, weil meine Anzeige langsam runtergeht. Kommt vom Essen. Genau. So, mal gucken, was passiert. Mal gucken, was sie jetzt gern tun möchte. Also, ich weiß es nicht. Ja, sie ist hier irgendwie. Sollen wir jetzt nach Hause gehen? Mal gucken, ob das. Achtung. Oh, okay. Zahlen. Ja, klar, zahlen wir jetzt ab nach Hause. Dann gehe ich auch nochmal schnell duschen, ne? Na, sie sitzt schon. Ja. Und wir schaffen schon wieder ein Date nach Hause. Ist das wirklich so leicht? Ich meine, es ist nicht immer so leicht. Also man merkt schon an der Frage, kann man sich auch dauernd verhätten. Und da passiert gar nichts. Aber ist das, ansonsten ist es, ja, so schwierig ist es nicht. Boah, immer diese langsame 5er BMWs. Aus der 80er Jahre. Ja, vielleicht 90er. Meine Gott, ist das so nervig mit denen. Es ist definitiv kein Fahrspiel. Obwohl viel gefahren wird. Ein bisschen Schwund ist immer halt, ne? Ja, dann eigentlich, klar, wenn ich das so sehe, mir beginne eigentlich fast jede Runde mit Geld aufwerte. Und dann immer wieder ein Date abschleppe. Die Frage ist immer nur, ist das dann alles? Bis ich mir die Karte in Ruhe angucke. Und sehen, was da alles ist, was schon. Gut, ich meine, klar, aber wenn ich jetzt nur durch Arbeiten gehe, immer wieder Geld aufbaue, dass ich dann beim Date wieder ausgebe. Muss doch irgendwie eine Mission geben noch oder sowas, aber ich glaube irgendwie, die Mission kommt immer nur dann, wenn ich über das Handy ein Date angelaufen habe, aber so jobmäßig ist das nichts mehr eigentlich. Naja, gucken wir mal, was noch passiert. Wenn nicht, würde ich sogar, upsa, na, bleib doch nicht immer stehen. Jetzt komm schon. Genau. Oh. Ich dachte, das wäre ein Herz eingeritzt. Ich würde sogar vor euch hingehen, was weiß ich, würde hier stundenlang Geld verdienen, ohne Videoaufzeichnung. Und wenn ich dann hier ordentlich ein bisschen was angesammelt habe, hier weiterspiele, dass wir dann weiterkommen. Das wäre zum Beispiel auch eine Option, ne? Kann ich jetzt duschen? Er duscht? Sie können dies jetzt nicht tun, das war klar. Achso, ich muss mit dir sprechen, die steht doch da vorne. Macht doch gar keinen Sinn, ich kann ja nicht einfach ins Bett gehen, ja? Go to talk, ja? Lass uns weitermachen. Boah, die will jetzt auch noch bei mir bleiben. Dein Bett ist wunderschön. Ha, vielen Dank. Ist wie im Himmel zu schlafen. Oh, wie schön. Kondom überziehen. Habe ich das jetzt gerade gemacht oder was? Oh nein, ich kann mir die nicht angucken. Was soll ich da? Ah! D. Ah, S! Oh Gott! W. A. S. Nee, wo ist denn S? Oh, ich bin jetzt gerade überfordert. D. Das Kondom klemmt.
Ich kann, oh, ich kann mir das Bild nicht angucken. Nee. Muss ich hier wirklich... Sie wird ein bisschen unruhig, aber ich habe keine Ahnung, warum ich das so schnell drücken muss. Durchgeschüttelt. Und jetzt? Erfolgreich, ein Charisma plus. Ist sie schon weg jetzt? Habt ihr gehört, wie er geschrien hat? Es gibt's ja wohl nicht. Also, das ist ja wohl. Also. Ja, direkt erstmal Dusche. Ich konnte mir die gar nicht angucken im Gesicht. Ehrlich, das ist mir ganz übel geworden. Ich hoffe, sie ist die wirklich draußen, oder? Ich will ja nicht so gehässig sein. Ein Mädel gegenüber, ja, egal wie die aussieht oder so. Aber das, das Bild, was sie dort darstelle, das ist schon krass, ne? Also. ja. Jetzt geht's eigentlich in der Runde weiter, ne? Achso, ich muss schlafen. Ich würde gerne mal sehen. Ich habe doch etwas dazu gekauft in der App. Und da ist sie erst am nächsten Tag gültig. Deswegen schlafen wir eine Runde. Ne, mit E. Und müsste jetzt eigentlich nur mal. Irgendwie laufe ich gefühlt schon schneller, aber jetzt müsste wahrscheinlich meine Energie langsamer runtergehen. Also Junge, das mit dem W, S, A, D und so weiter. Ja, ich meine, man hat die ganze Zeit unter den Finger beim Laufen. Aber in dieser absurden Reihenfolge zu drücken, das war also gerade eine Herausforderung, muss ich schon sagen. So, wir sind mit allem wieder fit. Ja, dann kann ich jetzt schon wieder nur angeln gehen. Weil mit $279 brauchen wir nicht das Handy zu öffnen. Ist Tinder so leicht? Tinder? Ist das so? Ich habe das noch nie gesehen irgendwo oder keine Ahnung. Ne? Dann haben wir nachgeguckt, ob es das überhaupt gibt, weil alle von Tinder sprechen. Nicht, dass ich es ausprobieren möchte, also... Ne? Also ein sehr schlüpfriges Spiel. Ich muss echt im Kopf auswendig lernen, die Buchstaben, die ich da drücke. Ich meine, ich weiß es ja eigentlich, aber das war jetzt gerade eine schwierige Herausforderung. Also das müsst ihr mal ausprobieren, wenn das dann so schnell dort oben vorbeigeht, den richtigen Buchstaben so treffe. Und was bedeutet das im Spiel, was wir gerade tun in dem Moment? Überlasse ich euch die Fantasie, ist mir jetzt eigentlich egal. 279 sind wir fast genauso wieder, wie ich am Anfang angefangen habe, glaube ich. War doch mit 200 noch was. Das Angeln dauert halt eben immer eine Zeit lang, ne? Das ist halt klar. Aber Energie ist voll da. Jetzt könnte ich natürlich länger angeln. So. Gehen wir natürlich wieder zum Angeln, klar, muss hier gemacht werden. Aber die Angelrute nehme ich jetzt erstmal. Ja, Freunde, wie gesagt, ich werde jetzt Geld erschaffen, natürlich, ne? Da müsst ihr aber nicht unbedingt dabei sein. Ich schaffe jetzt eigentlich mal ein bisschen ein paar Fische an und so weiter, was weiß ich, dass hier mal ein bisschen Kohle reinkommt. Und wenn dann die Kohle voll ist und so weiter, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit einer Tasche voller Geld und einer Tasche voller Libido. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.